Ja, dann herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es total spannend, heute bei dieser Session dabei zu sein. Und ich würde mich auch den ganzen Ideen meiner Vorredner absolut anschließen. Also ich bin jetzt nicht der euphorische Verfechter von Online-Proctored Exams, für die ich, wie ich vielleicht gesehen werde, sondern ich denke immer, man muss gut überlegen, was kann mit der entsprechenden Zielgruppe und mit dem entsprechenden Szenario gemacht werden. Aber ich bin eben jetzt seit einiger Zeit mit diesem Thema intensiv unterwegs und darüber möchte ich eben heute berichten. Das ist so die klassische Situation, die wir kennen. Beaufsichtigte Prüfungen im Hörsaal. Ich denke mal, viele von uns, die jetzt hier dabei sind, kennen das. Ich habe selbst also auch Prüfungen einige durchgeführt. Mir ist das also auch wohl bekannt, dieses Szenario. Wir haben jetzt ganz plötzlich eine neue Situation, wo wir möglicherweise nicht wissen, ob in den nächsten Wochen oder Monaten beaufsichtigte Prüfungen im Hörsaal oder an der Uni möglich sind. Ich sage mal, im Moment sieht es ein bisschen entspannender aus, sodass es sich etwas entspannt, aber es kann sich auch schnell wieder ändern. Und ich denke, was wir auf jeden Fall prinzipiell überlegen können, ist, gibt es Lösungen, wie wir mit dieser Situation umgehen? Und darüber möchte ich jetzt gleich sprechen. Dazu kommen natürlich allgemeine Tendenzen wie internationalisierte Studiengänge, überlappende Semesterstrukturen, wo die Studierenden möglicherweise gar nicht an die Uni kommen können, weil sie in einem anderen Land noch Prüfungen schreiben, oder spezielle Nutzergruppen mit Einschränkungen, die zum Beispiel nicht an die Uni kommen können. Also es gibt ein ganzes, ich sag mal, Sammelsurium an Ideen und an Konzepten oder auch an Szenarien, die jetzt über die aktuelle Situation hinaus möglicherweise mit sich bringen, beaufsichtigte Prüfungen nicht an der Uni, sondern möglicherweise zu Hause oder international abhalten zu können. Wie wäre es, wenn das möglich wäre? Beaufsichtigte Prüfungen zu Hause, darum geht's. Das Ganze würde dann ungefähr so ausschauen. Ja, ich sag mal, bei meinen Prüfungen bisher, auch bei den Piloten, habe ich jetzt wenige Studierende erlebt, die ganz fröhlich lächelnd eine Prüfung zu Hause machen. Aber ich sag mal, das Szenario, wie wir es hier sehen, ist nicht untypisch, so könnte es ablaufen. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wir haben seit Oktober 2018 an der TU München ein Projekt, das nennt sich eben Fernprüfungen, am Laufen, wo es eben um Rahmenbedingungen geht, um Tools, Szenarien, Lösungen und auch vielleicht einen Rollout einer passenden Lösung. Jetzt diejenigen, die so mal aufs Datum schauen, sehen, das Projekt läuft ja eigentlich noch eine ganze Zeit. Es ist eigentlich erst in der ersten Phase. Jetzt haben wir das Glück, dass wir doch ganz gut vorangekommen sind. Das heißt, ich kann heute auch schon von einigen Ideen und Konzepten berichten, die wir in der Praxis einsetzen können. Bisher ist es mir so passiert, dass ein großer Teil von den Teilnehmern von solchen Veranstaltungen eher weniger jetzt mit dem ganzen Rahmen zu tun haben. Deswegen würde ich nur ganz kurz ein paar Basics zeigen, um ein bisschen Einblicke zu schaffen, um was es bei dem Thema überhaupt geht. Also ein Proctor war ursprünglich eine, ja, ich sag mal, ehrenwerte Person, eine verantwortungsvolle Person in der Uni, in der Kirche. Wir sehen hier rechts so einen Proctor, der University of Cambridge. Heutzutage wird dieser Begriff Proctoring schwerpunktmäßig für Beaufsichtigen oder der Proctor ist eine Prüfungsaufsicht verwendet aus den USA. Im englischen, irischen Raum ist es eher Invigilation. Ich sag mal, beide Begriffe sind jetzt nicht unbedingt jedem im deutschsprachigen Raum so geläufig. Das Online-Proctoring ist sozusagen eine Form, eine digitale Prüfungsform, elektronische Prüfungsform, wo sich die Teilnehmer eben im Normalfall nicht direkt, ich sag mal, menschlich beaufsichtigt im Hörsaal aufhalten, sondern irgendwo anders außerhalb des Prüfungsraums, zum Beispiel zu Hause, zum Beispiel im Büro oder sonst irgendwo. Rein theoretisch könnten sie auch, wenn es WLAN genug, stark genug ist, auf der Wiese sitzen. Ich glaube mal, das würden die meisten wahrscheinlich nicht machen, aber denkbar wäre es, solange die Rahmenbedingungen stimmen.
Und die Idee dahinter ist eben, dass das Ganze nicht nur irgendein Prüfungsszenario ist, sondern dass es unter prüfungsrechtlichen Rahmenbedingungen einer beaufsichtigten Prüfung ablaufen kann. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten technisch. So Videokonferenzsysteme für mündliche Fernprüfungen sozusagen, ich denke, die kennen die meisten, es wird auch viel gemacht, darum gehe ich da gar nicht weiter drauf ein. Die, ich sag mal, im engeren Sinne Online-Proctoring-Systeme unterscheiden sich im Normalfall in diese drei Varianten. Live-Proctoring, das heißt, es wird eine menschliche Aufsicht hinzugeschalten. Das sind dann meistens irgendwo in einem Großraumbüro, Callcenter-artig, Personen, die dann menschlich sozusagen diese Prüfung beaufsichtigen. Oder es gibt Record and Review, das heißt, es wird aufgezeichnet, automatisiert und danach sozusagen von einer menschlichen Aufsicht beurteilt. Oder es gibt das vollautomatische Proctoring. Beim vollautomatischen Proctoring ist es so, dass der gesamte Prüfungsprozess im Prinzip automatisiert überwacht wird und auch ausgewertet wird. Und als Prüfungsverantwortlicher schaue ich mir im Nachhinein die möglichen Verdachtsmomente, die das Tool erkannt hat, im Überblick oder im Detail an. Und im Prinzip muss auch bei jeglicher Variante der Prüfer sozusagen oder der Prüfungsausschuss dann entscheiden, ist es wirklich bestanden oder nicht bestanden. Man muss vielleicht dazu sagen, zum momentanen Zeitpunkt ist es sehr interessant, dass die vollautomatischen Systeme sich sehr stark ausweiten. Das hat den einfachen Grund, aufgrund der Corona-Entwicklungen sind viele Büros in Indien zum Beispiel oder in den USA, die jetzt das menschliche Proctoring bisher gehandhabt haben, geschlossen worden aus Infektionsgründen. Das heißt, ich habe jetzt aus verschiedenen Bereichen schon mitbekommen, viele Institutionen, die menschliches Proctoring bisher genutzt haben, die sind jetzt händeringend dabei für die nächste Zeit, vielleicht für die nächsten Monate, wer weiß, also wie lange es dauert, eine vollautomatische Lösung zu suchen. Die ist natürlich skalierbar, aber möglicherweise auch leichter kalkulierbar. Wir haben verschiedene Tools, die in solchen Online-Proctored-Exams zum Einsatz kommen können. Grundlegend ist die Rechnerabsicherung bei vielen Tools. Das heißt, der Rechner kann, obwohl er auf dem eigenen Device sozusagen die Prüfung stattfindet, kann er abgesichert werden mit Fullscreen, mit Verhindern mehrerer Bildschirme oder es wird der Browser-Cache vorher nachher gelöscht, es wird der Web-Traffic mit berücksichtigt und so weiter. Also einfach mal, um zu sicherzustellen, was derjenige auf dem Rechner macht. Wir können das Gesicht beaufsichtigen, beobachten, wir können die Stimme beobachten, ob gesprochen wird. Insbesondere wenn es kontinuierlich mit sozusagen beaufsichtigt wird. Wir können andere Verhaltensweisen, Tippverhalten oder die Dauer der Prüfung, solche Dinge abgleichen. Und manche Tools bieten auch zusätzlich noch angekoppelt sozusagen Plagiatserkennungsmöglichkeiten oder ganz spezifische Dinge. Es gibt zum Beispiel ProctorTrack in den USA, der nutzt also so einen Knuckle-Scan, Fingerknochen-Scan zur Authentifizierung. Also ich mache das hier mal so in die Kamera, da muss man also dann seine Fingerknochen hier so reinhalten. Ja gut, man kann sich darüber denken, was man will, aber es scheint zu klappen, sonst würden sie es nicht seit Jahren einsetzen. Wir können also Verschiedenes tun in der Gesamtheit der Beaufsichtigung, den Prüfling überwachen, den Rechner überwachen, die Netzwerke überwachen, möglicherweise ein Stück weit auch, was so im Raum passiert, mit den entsprechenden, ja, sensiblen Daten, darauf werden wir gleich kommen. Bei den Prüfungsinhalten können wir natürlich, je nachdem, wo das Tool eingebettet ist, welches genutzt wird, die entsprechenden Prüfungswerkzeuge verwenden. Also in unserem Fall haben wir es in Moodle genutzt und nutzen es. Und da können wir natürlich verschiedene Aufgabenstellungen, verschiedene Fragetypen verwenden, Formeln, Abbildungen, Zeitlimits setzen, also alles Mögliche. Rein theoretisch könnte man auch das Ganze mit dem Tablet verwenden. Da bin ich jetzt gerade an einem Test, den ich durchführe, in dem man dann auf dem Tablet schreibt. Oder man kann sozusagen nebenbei Nebenrechnungen machen. Es ist immer dann die Fragestellung, wie lässt sich ein Szenario, wo viele zum Beispiel Medienbrüche stattfinden oder Dinge, wie lässt sich das noch gut beaufsichtigen? So ungefähr im Schnellen würde eine Prüfung ablaufen. Jetzt nur mal vom Tool her gesehen. Zunächst authentifiziert sich der Teilnehmer, zum Beispiel durch irgendeine Art ID-Karte oder durch seinen Ausweis, ein Ausweisdokument. Dann werden im Normalfall verschiedene Checks gemacht, ob die technische Ausstattung ausreichend ist und so weiter.
und möglicherweise einen Room-Scan erforderlich. Dann schreibt derjenige die Prüfung, wird dabei beaufsichtigt. Wir sehen hier mal die beiden Varianten, entweder von der menschlichen Aufsicht oder automatisiert. Und am Schluss, das ist natürlich für jeden Studenten die Hoffnung, ist die Prüfung dann perfekt bestanden. Das hängt natürlich vom Einzelnen ab. Hier haben wir mal die verschiedenen Tools, die wir im europäischen Markt im Moment vorfinden. Es ist ein bisschen im Fluss, also es könnte auch sein, dass das eine oder andere momentan auch noch dazukommt, einfach aufgrund der Notwendigkeit und weil viele natürlich ein gutes Geschäftsmodell dahinter erkennen können, wenn sie sich jetzt auch mit so einem Tool in den Markt bewegen. Es gibt weltweit einige andere, ProctorU sagt vielleicht dem einen was oder Examity. Ich habe mir jetzt im zweiten Durchlauf sozusagen schwerpunktmäßig die europäischen Tools angeschaut, denn da haben wir im Normalfall auch die Datenhaltung der sensiblen Daten auf europäischen Servern. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, nicht nur jetzt vom Datenschutz allgemein, von den Rahmenbedingungen, sondern auch von der Kommunikation. Denn wenn ich den Studierenden sage, wir halten eure sensiblen Daten auf amerikanischen Servern, da habe ich also in Interviews verschiedenes immer mal gefragt im europäischen Umland im letzten Jahr. Da kommt immer wieder das Feedback, ja, das sind wir ja nicht bereit, unsere Daten abzuliefern. Diese drei Tools habe ich in der engeren Wahl untersucht, jetzt schon vor einem halben, dreiviertelten Jahr. Das war Proctorio Tesla, ein europäisches Vorhaben, und Smole ist ein spanischer Anbieter, der zufallsgesteuert Bilder abgleicht. Ich muss es kurz machen, heute aus Zeitgründen. In der Gesamtheit der Betrachtung haben wir uns jetzt letztendlich auf die Proctorio GmbH in Deutschland sozusagen momentan beschränkt. Das ist ein Ableger von Proctorio USA, den ich vorher früher mal ausgeschlossen hatte, weil er eben auch amerikanische Server hat. Die sind jetzt seit ein paar Monaten erst auf dem deutschen Markt und damit auch neuen Rahmenbedingungen sozusagen oder bieten neue Rahmenbedingungen an. Ich denke mal, die Folien, wenn sie bereitgestellt werden, kann sich jeder, wenn er Lust hat, noch einen Gedanken darüber machen, wie es mit Proctorio aussieht. Ich stelle es mir jetzt beispielhaft so mal vor, weil ich nur kurz die Möglichkeit habe, mal so einen Einblick in so ein Tool zu geben. Bei Proctorio ist es so, dass wir einen ganzen Werkzeugkasten an Möglichkeiten haben, den wir eben je nach Prüfungssituation ganz gezielt einsetzen können. Also wir haben nicht nur einschalten, ausschalten und dann sage ich, oh Mist, die eine Variante, die ich machen möchte, die geht gar nicht. Sondern ich habe verschiedene Tools und die kann ich je nachdem, wie ich sie in diesem Prüfungssetting brauche, eben nutzen. Zum Beispiel Aufnahmetools. Ich könnte zum Beispiel für ein Proctoring außerhalb sozusagen des Hörsaals einen großen Teil der Tools verwenden. Aber wenn ich sage, ich mache parallel eine Prüfung oder generell eine Prüfung im Hörsaal auf eigenen Geräten, also Bring Your Own Device, nehme ich vielleicht teilweise die Tools einfach raus. Ähnlich mit den Sperroptionen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt andere Werkzeuge in der Prüfung nutzen möchte, zum Beispiel sollen die Teilnehmer in Excel was rechnen oder solche Dinge, dann kann ich natürlich kein Fullscreen machen. Hier sehen wir jetzt noch Möglichkeiten der Verifizierung. Also das heißt, im Prüfungsvorgang werden nicht nur technische Verifizierungen vorgenommen, ob alles funktioniert, sondern ich kann auch die einzelnen eingesetzten Tools nochmal prüfen lassen. So schaut das Ganze dann jetzt mal in der Auswertung aus. Gibt es verschiedene Sichten, aber hier jetzt in dem Tool hat man einen kontinuierlichen Videofluss und man kann auch das Bildschirm mitschneiden, sodass wir sehen können, ob derjenige vielleicht im Nachhinein ganz andere Tools aufgerufen hat, weil er eben nicht nur im Fullscreen war. Und wir sehen unten in der Zeitleiste wird auch automatisiert mitprotokolliert, ob da Verdachtsmomente möglicherweise von der Blickrichtung waren, ob er vielleicht in anderen Webseiten aufgesucht hat oder sonstige Dinge. So, zum Rechtlichen kann ich nur ganz kurz mal drüber schauen, einfach damit wir hier noch Zeit für Fragen haben. Es gibt natürlich Rahmenbedingungen, wir haben eine Prüfungsordnung, wir haben in unserem Fall das Bayerische Hochschulgesetz. Es, denke ich, gilt immer Fall zu Fall zu prüfen, kann man rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, um solche Prüfungen zu ermöglichen. In vielen Fällen, wie auch bei uns an der TUM, ist da eine Ergänzung, eine Erweiterung der APSO notwendig, damit wir überhaupt so eine Prüfungsform nutzen können. Auch vielleicht die Ankündigung kurzfristiger, da war ja vorher eine Frage. Also sowas muss natürlich rechtlich verankert werden. Beim Datenschutz ist es so, wir haben verschiedene Rahmenbedingungen und allein aus der Europäischen Datenschutzverordnung müssen wir so eine Prüfung
muss ein Teilnehmer für die sensiblen Daten, die wir natürlich liefern müssen in so einer Prüfung, muss er freiwillig sein Einverständnis geben. Das heißt, wir können im Normalfall zu dieser Prüfung, außer vielleicht im Corona-Fall, nicht einfach nur so eine Prüfung erzwingen. Das ist in Europa zum Glück nicht möglich. In den USA wird sowas standardmäßig gemacht, sondern wir müssen möglicherweise eine Alternativprüfung vor Ort anbieten. Dazu komme ich auch gleich in die Praxis. Ich überspringe mal jetzt ein bisschen was. Wir haben einiges an Testszenarien im Laufe der letzten Monate durchgeführt, teilweise auch mit mehreren hundert Teilnehmern. Sie sehen es hier in der Mitte so. Das war auch mal so ein Vorkurs Mathematik. Es waren bisher freiwillige Prüfungen und haben die auch evaluiert, entsprechend mit Fragebögen. Und dabei hat sich herausgestellt, dass in der normalen Prüfungssituation ergänzend sozusagen zum Proctored-Exam zumindest optional eine alternative Prüfung, die identisch ist, also eine Kopie sozusagen in unserem System, vor allem Moodle, einfach eine Prüfungskopie mit weniger Tools im Hörsaal angeboten werden könnte. Und dann können diejenigen, die nicht ihre personenbezogenen Daten liefern wollen, die Prüfung menschlich beaufsichtigt im Hörsaal machen. Aber auf ihrem Gerät im Normalfall. Ich habe aus den ganzen Piloten und den Erkenntnissen in vielen Diskussionen dann hier mal verschiedene Timelines aufgebaut. Einfach für diejenigen, die mal interessiert, was mache ich denn praktisch eigentlich? Wie gehe ich da der Reihe nach vor, um so eine Prüfung umzusetzen? Ich kann es jetzt leider eben aufgrund der heute ganz knappen Session nicht im Detail besprechen, aber ich denke, wenn man später mal in die Folien reinschauen möchte, dann kann man sich ein Bild davon machen. Im Normalfall wird eben vor jeder echten Prüfung eine kleine Demo-Prüfung angeboten mit den wichtigsten Fragetypen, sodass die Nutzer schon eine Woche vorher oder je nachdem, vielleicht auch noch früher, sich genau mit der Prüfungssituation im Proctoring zu Hause oder wo auch immer vertraut machen können, diese mal durchleben und eventuell dann auswählen, wenn es die Möglichkeit gibt, kann ich die Prüfung vielleicht im Hörsaal machen und auch die beiden Varianten für sich persönlich gegeneinander abwägen und sagen, okay, ich nehme die Vorteile des Online-Proctored-Exams, sind mir wichtiger und dafür bin ich vielleicht auch bereit, mehr personenbezogene Daten abzuliefern. Und erst dann würde, nachdem das Ganze durchlaufen ist, die echte Prüfung später stattfinden. Hier das Ganze nochmal detaillierter. Wie gesagt, ich kann es jetzt leider nur ganz kurz mal zeigen, dass Sie es mal gesehen haben. Das wäre jetzt mal so ein detaillierterer Ablauf. Was könnte ich alles als Checkliste berücksichtigen, damit ich genau weiß, da kommt aller Hoffnung nach eine vernünftige Fernprüfung letztendlich raus. Ja, die Szenarien, ich denke auch, bieten sich verschiedene vor dem Studium. Eignungsfeststellung, Einstufungsprüfungen während des Studiums gibt es verschiedene Varianten. Ich denke, das können Sie sich selber auch nochmal angucken und natürlich auch nach dem Studium. Wir werden ja auch einen Piloten demnächst machen in den nächsten Wochen. Entschuldigung, mit EMBAs, die dann auch sehr häufig unterwegs sind und eben nicht so leicht in Hörsaal reinkommen können für Prüfungen. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Vorteile natürlich, räumliche, zeitliche Flexibilität. Verschiedene andere, vielleicht auch geringere Nervosität, wenn ich es zu Hause machen darf. Aber wir haben natürlich auch ganz klar die Nachteile. Muss ich meine Privatsphäre für eine Note preisgeben? Da gibt es Petitionen in den USA, die da dagegen vorgehen wollen. Datenschutzrechtlich, technische Probleme möglicherweise, wo ich bestimmte Rahmenbedingungen anbieten muss. Die kann ich jetzt leider nicht in der Kürze angeben. Gibt es vielleicht gar keinen persönlichen Kontakt auf diese Weise? Und wie schaut es mit Betrug aus? Also es ist eine ganze Latte sozusagen, die wir da natürlich auch mit berücksichtigen sollten und wo wir die Prüfungen abwägen. So, ja, das ist es schon. Wir sehen mal, es gibt verschiedene Szenarien, es gibt verschiedene Tools, aber es bleiben natürlich Fragen offen. Und mein Ziel jetzt in den Projektfernprüfungen ist es natürlich im Sommersemester jetzt zu schauen, können wir das weiter ausrollen? Wir sind dabei, wir möchten die Rahmenbedingungen schaffen, um sowas zu ermöglichen, aber ob es in jedem Fall sinnvoll ist, das wird sich, ich denke, in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich zeigen. Dann vielen Dank fürs Dabeisein. Ich finde es toll, dass ich auch heute präsentieren durfte zu dem Thema. Ich denke, es ist ein spannendes Thema. Und jetzt haben wir vielleicht noch kurz Zeit für Fragen.